Hallo ihr Lieben, ich habe ein Update für euch. Es ist was passiert und ich möchte das mit euch teilen. Es war heute ein sehr aufregender Tag, der 11.11., der 11. November 2018 und ich habe heute was ganz Mutiges gemacht, was mir, ja, schon ein wenig Feuer unter dem Arsch gemacht hat und ich ein wenig zu Schützen gekommen bin. Und das möchte ich kurz mit dir teilen da draußen. Und zwar habe ich meinen Namen, wie du vielleicht schon irgendwo gesehen hast, von Kati Lena zu Katrin Ismayer geändert. Tada! Ich bin immer noch die gleiche, ich bin immer noch der gleiche Mensch, wie du sehen kannst. Aber ja, der Name hat sich geändert und ich möchte dir kurz und knackig erklären, warum. Oder beziehungsweise... Ja, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, also, ganz kurzer Flashback zu Februar 2014. Da habe ich nämlich meinen Instagram-Account das allererste Mal geöffnet, eröffnet, registriert, mich angemeldet bei Instagram und meine ersten Bilder hochgeladen. Da bin ich nämlich vegan geworden und habe, wenn du mal runterscrollst, wenn du mal die Zeit hast, scroll da mal runter. Du musst ein bisschen lange scrollen bei meinen 1500 Beiträgen. Total hässliche, schlechte, Lowlight-Qualität-Bilder gemacht von meinem Essen und habe über meine vegane Ernährungsumstellung geredet. Und dann Januar 2016, also so 1,5 Jahre später, kam dann mein YouTube-Channel raus. Und dieser YouTube-Channel und dieser Instagram-Account, also diese zwei ersten Sachen, hieß mein Name Katie Loves Food. Und dann habe ich irgendwann im August 2016 habe ich meinen Namen, weil ich dann nicht mehr nur über Food, über Essen geredet habe, sondern über mein Leben, zu Katie Loves Life umgeändert. Und dann habe ich ganz schön oft umgeändert, würde ich sagen. Und dann ein halbes Jahr später, Januar 2017, habe ich meinen Seelenstriptease Podcast, wo ihr gerade zuhört oder zuschaut, gelauncht. Und da habe ich mir dann gedacht, so, okay, Seelenstriptease mit Kati Lena. Und Kati Lena, ganz kurz für euch, mein ganzer Name ist Katrin Magdalena Marianne Ismayer. Das ist mein ganzer Name, nach meinen Omas benannt, nach meiner Großmutter, meiner Oma und meiner Oma benannt und meinem Nachnamen natürlich. Und ja, und deswegen sind meine ersten zwei Namen natürlich Katrin Magdalena, kurz Kati Lena. So, jetzt wisst ihr auch, wie das zustande gekommen ist. Und deswegen hieß ich Kati Lena die ganze Zeit. Und jetzt, ja, so ein Jahr und 11 Monate später ist es endlich an der Zeit, wirklich mal meinen richtigen Namen voll und ganz in der Länge zu nehmen. Katrin Ismayer. Also, nicht ganz voll in der Länge, weil sonst würdet ihr mich wahrscheinlich umbringen. Wenn ich jetzt Katrin Magdalena Marianne Ismayer erstmal sagen würde oder ihr das sagen müsstet, dann wäre das ein bisschen viel. Deswegen Katrin Ismayer und das Ganze ist schon so lange im Prozess, dass ich gesagt habe, so, Kati Lena, das ist voll der schöne Name, aber das bin halt nicht hundertprozentig ich. Ich wurde mein Leben lang immer Katrin genannt und dann kam ich halt nach Berlin, bin nach Berlin gezogen und weil alle außer die Bayern irgendwie nicht Katrin sagen, sondern Katrin, habe ich dann gesagt so, entweder ihr nennt mich so, wie ich wirklich heiße, also Katrin, oder ihr nennt mich einfach Kati. Und dann haben sie mich natürlich alle Kati genannt. Deswegen bin ich eigentlich erst so seit 2 Jahren Kati. Und ja, ich bin schon auch Kati, aber Kati Lena ist so... Es ist so süß, das ist halt mein inneres Kind, so, das ist die verspielte, süße Kati, die auch total viel Spaß hatte, diesen ganzen Instagram-Account aufzubauen und wirklich so die ersten 2 Jahre ja eigentlich, ohne dass es wirklich meine Selbstständigkeit, mein Job ist, nebenbei ganz viel gepostet hat und euch mitgenommen habt auf meinem Weg, nur jetzt... ist es wirklich, oder eigentlich schon seit März, ist es wirklich an der Zeit, dass ich meinen richtigen Namen rausgebe. Denn ich bin nicht Kati, das Mädchen, sondern ich bin eine Frau, die Frauen helfen möchte. Und
Da möchte ich einfach meinen richtigen Namen, meine Wurzeln, mit dem Namen, mit dem ich geboren bin, mit dieser Berufung, mit dieser Mission bin ich hier auf diese Welt geschickt worden. Und an dem Tag, wo ich geboren wurde, da bin ich als Katrin Ismaier geboren worden. Also warum meinen Namen verstecken? Und deswegen, here I am. Wie gesagt, meine Mission, Frauen zu helfen, sich selbst zu lieben, ihren Körper zu lieben und somit ein erfülltes Sex- und Liebesleben zu führen, ist natürlich gleich geblieben, nur noch viel stärker da. Und die Homepage kommt jetzt auch endlich bald online. Und ich wollte heute aber jetzt einfach schon an diesem Power-Tag, 11.11., rausgehen mit meinem neuen Namen, mit meinem neuen Design, mit meinem Logo. Hier herzliches, großes Danke an Julia, ich packe euch unten den Instagram-Account von ihr rein. Julia sieht mehr, meine Praktikantin vom Anfang des Jahres, die dieses wundervolle Corporate Design und mein Logo kreiert hat, wo ganz viel Liebe, ganz viel Bedeutung, ganz viel Symbole drinnen stecken, die einfach nochmal dieses Ganze größer und magischer machen. Und ja, Katis Liebesblume. Und ja, ich bin einfach so dankbar. Danke an Julia, dass sie mit mir gebrainstormt hat, das Ganze mit so viel Liebe und so viel Nachdenken und Symbole suchen und kombinieren umgesetzt hat. Danke an mich, dass ich die Geduld hatte, dass ich es eigentlich schon seit März weiß, dass sich was verändert. Und seit März brüten wir dieses ganze Konzept aus und ich durfte die ganze Zeit nichts sagen. Das war ganz schön hart, weil ich sonst gerne alles mit euch teile. Aber jetzt ist es endlich raus, der Sack ist offen, das Geheimnis ist gelüftet und ich fühle mich so erleichtert und so gut. Ich habe vorhin einen Livestream gemacht auf Instagram. Den werde ich vielleicht auch nochmal in meine Facebook-Gruppe reinpacken, das für die, die es wirklich interessiert. Da erzähle ich sozusagen eigentlich alles, was ich hier erzählt habe, nur nochmal in lang. Können in der Facebook-Gruppe das nochmal anhören. Habe ich auch geweint, weil ich es einfach so berührend fand und so einfach so danke, danke ans Leben, danke ans Universum, danke an all euch da draußen, die mir auf diesem Weg folgen, die Themen Sexualität, Selbstliebe, Tabuthemen, alles mit einer anderen Perspektive zu sehen und bewusster zu werden, achtsamer zu werden und ja. Ich habe gar keine Worte. Es ist einfach, es ist magisch, es ist wundervoll. Es war auch schon wundervoll. Es, wie gesagt, es hat sich gar nicht so viel Großes verändert, weil die Mission ist gleich geblieben. Es ist alles schon hier und es ist alles schon da draußen. Und wir machen hier jeden Tag Stück für Stück, Schritt für Schritt gehen wir schon voran. Aber ich finde es einfach gerade nochmal so viel stärker und für mich so bedeutend und berührend, dass ich da jetzt wirklich auch dieses moderne Design dahinter stehen habe. Ich liebe einfach alles, was visuell ist. Ich möchte Frauen ansprechen, die genauso wie ich modern sind, verrückt sind, jung sind, einfach innovativ und da passt es einfach. Ich will nicht irgend so eine esoterische in Rot und weiß ich nicht was. Homepage haben. Ich habe dagegen gar nichts, sondern ich möchte aber trotzdem, dass es nach außen kommt, dass es sozusagen für die Masse tauglich ist und dass ich da ganz viele Menschen da draußen mit dieser Message erreiche. Und deswegen ist es mir einfach so wichtig, dass das jetzt die Base ist. Ich liebe alles, was schön aussieht. Und zwar ganz wichtig, was schön aussieht, aber nicht oberflächlich ist. Weil schön aussehen und nichts dahinter bringt nichts. Ich möchte was, was schön aussieht, was viele Leute anspricht und was aber tief ist. Ja, und deswegen auch schöne Videos mit meiner neuen Kamera. Schöne Fotos, die ansprechen, die catchen und dann durch die Texte und durch den Inhalt wirklich tief, tief hier im Innen berühren und zum Nachdenken anregen. Und ja. Bevor ich jetzt weiterlabere, ich habe gesagt, es gibt ein kurzes Update. Höre ich jetzt auf. Wie gesagt, die Neuerungen seht ihr wahrscheinlich hier überall. Schaut auf Facebook vorbei, in der Facebook-Gruppe. Der YouTube-Header ist neu. Das Seelenstriptease-Cover auf iTunes, für den Podcast ist neu. Mein Name ist neu. Meine Beschreibung ist neu. Ja, aber ich bin immer noch die gleiche.
So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören und sehen uns im nächsten Video, im nächsten Podcast, auf Instagram, in der nächsten Story. Wo auch immer. Ich schicke ganz viel Energie, ganz viel Liebe, ganz viel Umarmungen nach draußen und bin dankbar, dass ihr da seid. Ganz viel Küsse nach draußen. Ich habe euch unendlich lieb. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!